Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts der leider nur noch überschaubaren Redezeit, die mir zugunsten dieses mir bekanntermaßen persönlich sehr am Herzen liegenden Themas noch verbleibt, bin ich froh, einerseits schon häufiger vor dem Hohen Haus in gleicher Sache gesprochen zu haben und andererseits auch darüber, dass sich die Sichtweise unserer Freie Wähler Regierungsfraktion, seit wir die Thematik der Reparlamentarisierung des Corona-Diskurses aufs Tapet gehoben haben, mit unserem Lessons Learned-Papier am Pfingsten auch nicht mehr verändert hat. Die Kurzform unserer Auffassung ist, dass es richtig war und dass es Gott sei Dank so war, dass als die Pandemie Bayern im März überrollt hat, die viel zitierte Stunde der Exekutive geschlagen hat. Ja, wir sind da bislang nur ganz gut durchgekommen, deshalb, weil wir schnell reagieren konnten, weil die Exekutive, weil die bayerische Staatsregierung kraftvoll gehandelt hat und auch handlungsfähig war. In gleicher Weise sind wir auch überzeugt davon, dass zum jetzigen Zeitpunkt, ein halbes Jahr später, klar ist, dass Corona nicht weg ist, dass wir uns auf ein Leben mit der Pandemie einstellen müssen und dafür Regelungen zu definieren haben. Und ja, diese Regelungen, die können nicht mehr auf Dauer über eine Generalklausel abgebildet werden. Nein, die Debatte über die Corona-Strategie, die muss zurück in die Parlamente, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auf dem Weg dahin gab es einige aus Sicht unserer Regierungsfraktion untaugliche Versuche, den ersten Schritt zu gehen. Deshalb, weil FDP und Grüne auf Dauer nicht verstehen wollten, dass es halt einfach nicht möglich ist, per Landesgesetzgebung eine Bundeskompetenz zu regulieren. Jetzt sind wir mit den heutigen Anträgen endlich auf der richtigen Ebene angekommen. Wir richten uns jetzt an den Bundesgesetzgeber, da gehört es hin. Und wir Freien Wähler wünschen uns, dass der Bundesgesetzgeber hier tätig wird, weil uns das mindestens drei Dinge anheimstellt, wo wir ein Stück vorankommen. Ja, wir binden die Debatte wieder an die Parlamente, an den Souverän zurück. Das wird wichtig sein, weil wir brauchen gesellschaftliche Zustimmung zu den Maßnahmen. Wir sind im Kampf gegen Corona nicht so gut, wie wir klug politisch entscheiden, sondern so gut, wie die Menschen dabei mitmachen. Wir schaffen damit aber auch eine bundesweite Homogenisierung. Wir lösen so ein bisschen die Unterschiede unter den Ländern auf und wir können eine zeitliche Befristung einbauen, die auch zu einer dauerhaften Evaluation aller Maßnahmen führt. Bleibt noch zu erklären, weshalb wir uns entschlossen haben, ein bisschen schweren Herzens, lieber Kollege Muttmann, den FDP-Antrag abzulehnen. Wir denken, genau wie du es auch ausgeführt hast, dass unser Antrag der weitergehendere ist, weil er euren Antrag ergänzt. Vor allen Dingen wollen wir uns aber zwei Dinge nicht zu eigen machen. Wir wollen erstens das Licht dieses Parlaments nicht zu sehr unter den Scheffel stellen, denn es gab 350, Ministerpräsident hat es erwähnt, parlamentarische Initiativen hier im Haus. Wir wollen also nicht im Duktus Ihres Antrags den Eindruck erwecken, das Parlament hätte geschlafen und in der Vergangenheit wären Fehler gemacht worden. Und wir wollen uns vor allen Dingen auch nicht zu eigen machen, dass wir bisher, so klingt das ja ein bisschen an, nicht verfassungskonform gehandelt hätten. Unsere Sichtweise ist, wie eingangs skizziert, bisher war es richtig und für die Zukunft gilt es jetzt aber zu reparlamentarisieren, die Debatte zurück ins Parlament zu bringen. Wenn wir im Kampf gegen Corona bestehen wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann brauchen wir einen Schulterschluss zwischen Exekutive, Legislative und der Gesellschaft, den Menschen in Bayern. Und wenn dieses Signal der Reparlamentarisierung dieses Schulterschlusses heute Abend spätnächtlich aus München kommt, als Signal des Bayerischen Landtags nach Berlin geht und damit den ersten Anstoß gibt, dass die Debatte wieder dahin gehört, wo sie hingehört, nämlich in die Parlamente, dann glaube ich, haben wir um 10:45 heute Abend noch was sehr Sinnvolles geleistet, nicht nur für Bayern, sondern für die ganze Republik. Ich würde mich darüber freuen, wenn das als möglichst breites Signal des Parlaments heute so gelingt. Herzlichen Dank dafür und fürs Zuhören. Bleiben Sie bitte am Rednerpult. Die Zwischenbemerkung des Kollegen Arnold. Ja, sehr geehrter Herr Mehring, ich weise Sie zur Vermeidung von Legendenbildung darauf hin, dass im Infektions